Hallo und herzlich willkommen zurück. Da, wo wir letzte Folge aufgehört haben, und zwar im Hafen. Gut, hier kann ich jetzt noch mehr Geld sammeln, farmen, was auch immer, aber das habe ich jetzt gerade nicht nötig. Ich will jetzt hier erstmal schauen, was das hier ist. Was kann man hier machen mit den Goldsachen? Wenn es eine Mini-Kanone, die hier das einmal aufmacht. Ah, das ist interessant. Hier gibt's. Was ist denn das hier? Sind das ein paar Mini-Kits? Ah, das sind die Mini-Sachen. Hier sind die Mini-Kits, die man hier so farmen kann. Ah, das ist interessant gemacht. Okay, den muss ich mich jetzt nicht alle angucken. Ist auf jeden Fall witzig, dass es. So, kaufen wir uns gleich mal. Haben uns gleich einen neuen gekauft, schadet nicht, glaube ich. Müssen wir denn jemanden haben, der Feuer hat. Und hier 9 von. Ja, schade, hat 10.000 gekostet, aber hey, ist nicht schlimm. Ich meine, oh, ich leg's. So. Jetzt ist der frei. So. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Ich wollte eigentlich nur wissen, was das hier ist. Dann kann man Scratch nochmal kaufen. Ey, geil, man kann jetzt sozusagen hier so ein bisschen die Bande selbst zusammen kaufen, wenn man sie besiegt hat. Kaufen wir gleich alle mit. Ist schon auf unserer Seite, oder nicht? So, wir haben alle besiegt, die auf unserer Seite, die gegen uns gekämpft haben, haben sie gleichzeitig auch gekauft. Wie es einem Piratenhandwerk nun mal üblich ist. Man kauft seine Feinde auf. So, dann gehen wir auch weiter, da wo wir hinwollen. Während wir hier alles noch kaputt machen. Um das verlorene Geld wieder wettzumachen. 4 von 5 Leveln, also das letzte Level für diese... Das Kapitel, das ist interessant. 9 von 12. Aha. Ja gut, dann gehen wir jetzt hier gleich mal rein. Ach nö, muss ich wieder... Ah, man kann dann einfach hier enter. Nein. Ist das das hier, wo wir hin müssen? Kapitel 1. Da müssen wir doch hin. Ah. Hier ist das, wo wir hin müssen. Isla de Muerta. Insel der Verdammten, ist das nicht so? Oder der Mörder, irgendwie so. Aber hey, jetzt sind wir da. Und wir haben das gefunden, was wir finden wollen. Möglich auch. Ja, wir können den Hai komplett zerstören. Witzig. Und dann hier gleichzeitig auch wieder. Werden wir ein wahrer Pirat? Wissen es nicht.
Du könntest aber versuchen, einer zu werden. So viel zu tun, so viel zu machen. Oh Gott, was müssen wir machen? Ah, das Schwert noch einstecken. Das hilft. Oh Mann, ey. Bleib mal drauf. Kann man nicht sehen, was man jetzt hier tut. Hier ist irgendwo ein blauer hin. Oh, toll. Nice, das ganze Gold. Das wollen wir natürlich nicht verlieren. Hier ist wieder eine unsichtbare Wand. Das gefällt mir so gar nicht. Ich mag sowas gar nicht im Spiel. Unsichtbare Wände sind, hasse ich einfach. So, dann gehen wir jetzt mal weiter. Darf er mir das auf? Das vergeben. Okay, wo müssen wir denn hin? Was zu tun ist. Da muss man irgendwann mal gegenschießen. Weil meine Sticker hier so intelligent genug bleibt da stehen. Zu zweit wird es echt einfacher. Als alleine. Na, bleiben wir mal beim Doppelsprung. Doppelsprung geht immer weiter. Mit bloßen Händen die ganzen Goldstücke zerstören. Ja, das könnte. Wurde ich gerade gewonshottet? Warum kann der Typ mich mit der Granate töten? Ey, das ist doch unfair! Ich komme nicht mal zum Angreifen. Alter, geht doch, ey. Da so oft gestorben bin, war echt absolut beschissen. Wenn er natürlich mit einer Granate treffen kann und ich ihn nicht stunlocken kann, bin ich in
treffen. Ja, das macht es jetzt um einiges schwerer, hier irgendwas zu erreichen. Um einiges. Dann gehen wir mal hier rüber. Zerstören wieder alles. Ein Idiot. Alle drei. Nett. Treffer versenkt. Da kommt man auch weiter. So. Dann gehen wir auch wieder weiter. Wenn wir alle jetzt hier nochmal, boah, das ist so schön, schön viel. Aber ich wette, der ist da irgendwo vergraben. Nein, wer hätte das denn gedacht? Oh, verdammt, man hätte die Papageien abschlagen können. That's interesting. Ah, jetzt kann ich sie auch ausgraben. Davor war das wohl ein bisschen verpackt. Aber hey, jetzt geht's. Und damit hätten wir auch unseren kleinen, was auch immer. Ah, unsere Lampe. Und die Lampe müssen wir jetzt wieder ausstellen. Hätte ich das gewusst, dass ich der Papageien abschlagen muss, ne? Easy. Von damals ist einfach krass, ey. Auf der Isla de Muerte gibt es Schätze und die müssen wir finden. Wir sind jetzt bei 16.000. Warum konnte Jack mich nicht treffen? Er gab es überhaupt nicht wieder anpacken. Alles klar, gehen wir mal weiter.
brauch doch mein Geld, ich will nicht kämpfen gegen Bosskampf. Scheint, wenn wir jetzt hier im Paradies. Weg, weil wir anscheinend so nicht vorankommen. Mann, ey! Ah, Helm. Geld hier auf. Mann, hör auf, Autolock auf die Gegner zu haben. Ah, Alter, das nervt beim Kämpfen. Autolock sollte man auch aufstellen. Sachen, die Spiele nicht haben sollen. Autofokus, Autolock. Weil es extrem nervt, wenn du so automatisch auf die Gegner einloggst. Hey Mann, wie soll man das denn besiegen? Und wie komme ich dahin? Ja, natürlich. Was kann man damit machen? Ah, jetzt kann ich's machen.
Jetzt habe ich zum Teil auch noch rum, das ist auf jeden Fall nice. Und dann holen wir jetzt mal alle Sachen erstmal hier so, ne? Aufwerfen, ne? Was? Dann versuchen wir jetzt nochmal die anderen Sachen zu finden. Das könnte quite problematisch werden. Wie bekomme ich das da runter? Nein, du sollst den. Ah! Den da. Bleib nicht, der ist auch da oben. Doch, so. Und dann gehen wir mal weiter. Aufsnallen. Alter, ich bin zu inkompetent dafür. Dann halt den hier. Doch. Kannst du heute mitnehmen? Wir kommen leider also nicht so gut auf 100%. Das waren Piraten. Ah, und jetzt müssen wir auf der anderen Seite. Und hier ist jetzt Captain Brosser. Einfach mit dem Fisch nach Stelle gegeben, ey. Die dürfen mich angreifen, ich die aber nicht, das finde ich aber unfair. Würde ich mal so anmerken, ne? Ja. Mal alle hier umbringen. Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Alles klar, okay, jetzt habe ich das Rätsel verstanden. Ja, nicht ganz so schwer gewesen, ich war ein bisschen inkompetent. Ey, nochmal zwei. Das gefällt mir ziemlich. Ich weiß bloß nicht, ob ich wirklich auf 100% noch komme, weil ich ziemlich oft gestorben bin. Okay.
Alles klar. Okay, der ist immer noch der Bombentyp. Okay, hier ist der einzige Weg, wie man die töten kann. Schön den Fisch durch. Bang! Ich liebe das mit dem Fisch. Das ist so gut. Okay, komm weiter. Klatsch, klatsch, klatsch. Okay, das mit dem Fisch ist genial. Dieses ist einfach absolut nice. Ah, so ein Knochensding. Ah, interesting. Und jetzt kommt man da hoch. So. Jetzt würde ich gerne hier hochkommen. Aber wo geht das denn? Ach, das ist gar nicht alles hier, das ist alles woanders. Ah, okay. Verdammt, das kann ich nicht mitnehmen. Jetzt gibt es keinen Ordner zu verstecken und ich besieg dich. Haha. Come on, die letzten. Haben wir es geschafft. Und so wollen wir doch noch wahrer Pirat hier. Ja, ein wahrer Pirat nimmt alle Schätze mit. Ernsthaft. Da war wieder eine kleine unsichtbare Wand. Das finde ich nicht nett. Überhaupt nicht. Kann ich den nicht treffen? Okay. Alles klar. Ey, Mann, ich bin drauf. Okay, das gilt anscheinend nicht als drauf. Ich hab's. Wo wirft. Wenn das Symbol ist, trifft er eigentlich. Ja, natürlich mal aufhören, so ein Affe zu sein. The Slab of Doom, ey. Mit dem Fisch einfach. Finally, der Apple. Oder auch nicht.
damit hätten wir das Level auch abgeschlossen. Und damit hätten wir eigentlich den ersten Film schon abgeschlossen. Und sehr viele Charaktere auf die Opfer geschaltet. Das ist allen. Und wir sind trotzdem zum wahren Piraten geworden. Wir hätten jetzt 11 Steine, ne? Ein Stein mehr hätte ich gebraucht. Ein Stein mehr. Ein Stein mehr, um die nächste Tür zu öffnen im Hafen. Und damit wäre das schon der erste Teil. Und jetzt haben wir so einen schönen Film hier. Eine schöne Cutscene, die wir auch aus dem Film kennen. Nice. Schön an den Pranger. Mit dem Schwein einfach. Aber das ist süß. Auf der Schildkröte. Nice. Schöner Humor. Aber was ist jetzt mit Hauptstory? Man kann einfach das. Ich meine, man kann ja an sich noch Teil 2, 3 und 4 spielen. Warum gibt es jetzt schon die Credits? Oder war die Geschichte ursprünglich nur gedacht für eins, für den ersten Teil und dann wurde halt nachgequetscht mit 2, 3 und 4? Oder wird das nach jedem Teil einmal gezeigt? Weil jeder Teil ein anderes Level-Design und andere Entwickler hat und so. Viele Möglichkeiten, ich weiß es nicht. Gönnt euch auf jeden Fall die Quelle. Ich bedanke mich fürs Zusehen und man sieht sich dann nächste Woche in der nächsten Folge wieder, wo wir den zweiten Teil spielen. Und, ja, ne, da sieht man sich dann wieder ohne einmal andere Projekte. Und bis dahin, ne, macht's gut. Schreibt Kommentare, wenn euch irgendwas zu den Spielen einfällt oder zu dem Projekt gerne mitteilen wollt. Ihr könnt auch gerne Kommentare schreiben über, ja, über den Kanal, falls ihr irgendwas sagen wollt. Konstruktiv, wenn ihr es wollt. Ja, ihr könnt auch gerne diesem Video und den Projekten Likes geben. Das würde mich sehr freuen. Ihr könnt auch gerne diesen Channel abonnieren, falls ihr mehr davon sehen wollt. Und man sieht sich dann, wie gesagt, bei einem anderen Projekt wieder oder in der nächsten Folge. Und bis dahin. Ciao, ciao. Und haut rein. Die Credits laufen im Hintergrund noch weiter. Ich weiß, bis sie vorbei sind. Deswegen, die Folge wird ein bisschen länger dauern. Be with it. Könnt ihr die Credits hier auch skippen? Ich werde sie nicht skippen, weil diese Menschen gehonert werden müssen. Gehonert. Also, die haben gearbeitet, das sollte man noch anerkennen. Deswegen lasse ich die Credits immer durchlaufen beim Spielen, so dass ich nicht Aufnahme habe. Schön, dass meine Aufnahme gerade abgeschmiert ist. Ich musste mir das schon rechtzeitig auf 100 wissen. Deswegen seht ihr auch wieder hier. War ein kurzer Cut dran, habt ihr sicher nicht bemerkt. Oha. Wer bleibt denn überhaupt bis jetzt noch dran? Hoffentlich keiner. Dieser Moment, wenn du bei den Credits einfach durchliest und keine Ahnung hast, was das eigentlich ist. Ich meine, Tester sind eindeutig, aber die Art der Ohrenzeile habe ich das Gefühl, weil ich habe es einfach nicht richtig gelesen. Aber ich freue mich schon auf die nächsten Teile hier. Also auf dem selben Spiel, Teil 2, 3, 4. Ich hoffe, da ist was Geiles dabei. Natürlich freue ich mich auf die anderen Projekte auch, die ich noch spiele. Bald ist Tarkov 2 auch durch. Ja, da kommen noch einige Folgen, aber keine 20 mehr. Ja? Eine, zwei, vielleicht 5 oder 6 Folgen oder noch. Ich hatte jetzt den Kopf überschlagen. Und 506 Folgen meine ich nach. Ich habe Tarkov 2 ein bisschen vorproduziert. Deswegen, bis wann habe ich dann schon vorproduziert? Ich finde es geil, dass ich da 2000 FPS in der oberen Ecke stehen habe.
Ich glaube nicht, dass das 2000 Frames pro Second sind. Besonders da ich eh nur 144 haben kann. Ohne 60 auf. Das war noch nicht vor kurzem. Ach, bis Februar. Bis 6. und 7. Februar. Also der erste Samstag und Sonntag im Februar. Bis dahin habe ich schon vorproduziert. Und ja, und von da aus gesehen kommen noch 6 Folgen. Also bis Frühling wird es auf jeden Fall mit Star Wars 2 noch gehen. Genauso wie Legos. Auf jeden Fall bis Mitte Februar, würde ich mal schätzen. Wenn pro Folge ein Ding ist, dann habe ich jetzt noch am 2., 3. und 4. Das sind noch 15 Folgen ungefähr. Also 3 Wochen. Von jetzt aus gesehen. Also von Freitag aus gesehen 3 Wochen. Also ja, noch bis Mitte Februar. Und mein. Das andere Paket auch noch bis Frühling. Also Tomb Raider. Tomb Raider habe ich ja jetzt schon gespielt. Aber den zweiten, den dritten Teil werde ich noch spielen. Und nachdem Lego von der Karibik oder Pirates of Caribbean werde ich ja auch noch. Mit Bonja 4 weiterspielen und dann erst die nächsten Lego-Teile von daher. Ich finde es schön, dass die jetzt schon alle Sachen aufgelistet werden. Dabei fehlt noch. Habe ich den dritten und den zweiten Teil noch gar nicht gespielt, wo David Jones vorkam. Aber hey, ne? Die Auflistung ist damit vorbei. Wir haben es zu 35% durchgespielt. 13,5. Eine wilde Cutscene. Kommen wir zum Hafen raus oder im Hauptmenü? Ich schätze mal im Hafen. Ja, wunderbar. Damit hätten wir Teil 1 sozusagen durchgespielt. Und in der nächsten Folge werden wir auch vermutlich hier wissen, was hier kommt, was da so ist. Aber das wissen wir dann vermutlich erst, nachdem wir das ja abgeschlossen haben. Guck dir das mal an. 9 von 50 habe ich dann nur. Und 3. 40 ist schon besser. Aber nur 5 von 5 Mara Pirates. Sagt alles aus. Ja. Mal schauen, was uns dann jetzt noch so erwartet. Ich meine, wir sind jetzt wieder auf der Black Pearl unterwegs. Und wir kennen ja die Filme. Deswegen. Hier kann man dann jetzt mitnehmen. Die extra Cash-Kohle. Stehen. Und was gibt's da zum Springen? Gar nichts? Ist der nicht schon mit Leute auf unserer Seite? Haben wir den nicht schon gekauft? Ja, aber er will trotzdem noch fighten. Um uns hier noch die letzten Dings. Ja, wie gesagt, dann beende ich jetzt hier die Folge und man sieht sich dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao, ciao und haut rein.